Das Spiel im Frühling spielt zum Beispiel sicherlich in den Köpfen der Spieler was mit. Vor allem, es gibt die Gewissheit jedem Spieler, wir können Bayern schlagen, sonst erzählst du als Trainer immer nur, die kann man schlagen, das haben schon andere geschafft und so weiter. Jetzt ist der Ansatz so, dass wir sagen, wir haben es geschafft. Diese Ding wächst dann im Kopf und man weiß, man kann das, wenn man das reinbringt, was man hat und an dem einen Tag alles richtig macht. Ich glaube, du hast in jedem Spiel eine Chance. Ich glaube, das ist ja, das hat man auch im letzten Jahr dann auch gesehen, da war ich ja mehr Außenstehender sozusagen. Mit was für einer Leistung Mainz 05 in München bestanden hat und auch das Spiel gewonnen hat. Und natürlich kommen da mehrere Komponenten mit dazu. Man braucht an dem Tag alles, ein bisschen Glück, man braucht den Mut, man braucht ein sehr, sehr gutes Spiel. Und nochmal, es gibt kein anstrengungsloses Glück, das muss man sich erkämpfen und das wird morgen alles mit drin sein müssen, wenn wir da was holen wollen. Das ist ein Bonusspiel, ja. Die sind der klare Favorit und trotzdem ist das, was Mainz 05 über Jahre ausgezeichnet hat, dass diese Rolle auch anzunehmen ist und auch zu Hause. Und wie gesagt, ganz klar, wir wissen, wer da gegenübersteht, aber wir sind 100% davon überzeugt, dass wir eine gute Leistung abliefern werden. Und wenn wir das nötige Körnchen Glück noch dazu haben, dann haben wir auf jeden Fall auch eine Chance.